Seine, seine. Ja, die gehören alle dazu. Alle vier. Ich bin jetzt hier an der Box von Robbie Rock Racing und hab den Stefan hier. Stefan Schäfer. Ein mieser Drifter auf jeden Fall. Und wir machen das erste Mal jetzt ein Race City Crips und er zeigt uns die Box. Stefan, los geht's, ja, zeig uns seine miese Box. Ja. Also erstmal unser blauer Teppich, ne? Ja. Total. Blau ist auf jeden Fall cooler als Rot, oder? Soll die Leute einladen, ne? Ja. Da haben wir hier noch ein paar coole Karren. Dann erzähl auch mal. Guten Box. Erstmal fangen wir bei deiner an. Ach, was so haben wir da? S15. Ja, genau. Eine S15, komplett umgebaut zum Driften. Alles, was man zum Driften baut, gebraucht, ist eingebaut. Motor ist noch ein originaler SR20. Ja. Komplett aufgebaut mit Schmiedeinnereien. Alles drumherum aufgebaut. Müsste so auf 450 PS drücken, auf E85. Ja. Ja. Du hast auf jeden Fall einen meiner Lieblingsaufkleber. Da ich drinnen gesehen. Stop screaming, I'm scared too. Danke, danke, danke. Wie bist du zu einer S15 Silvia gekommen? Ist Silvia so ein guter Frauenname? Das auch, ja. Aber Outname besser, oder? Ja. Nein, weiß ich nicht. War immer schon mein Lieblingstraumauto. Ja. Und ich bin mit dem Driften angefangen und dann habe ich mir das Ding geholt und bin auf der Straße damit angefangen. Ja. Soll man ja eigentlich nicht erzählen, aber irgendwann wurde es auch mal Straße. Sind wir ehrlich, jeder hat mal so angefangen, aber heute ist alles Hey, ich muss ehrlich sagen, mir ist es selber zu gefährlich geworden. Ist richtig. Aber Anfänger hat man immer doch gemacht. Einer von meinen Mechanikern gehört auch zu der Box. Der Mechaniker heißt? Ja, Eugen. Eugen. Bist du so Russe, Eugen? Ja. Guck mal, ich treffe so viele Leute in Europa, die mit Autos zu tun haben. Ja? Und 90%, pass auf, 40% sind Russen oder aus Russland stammende Leute. Und jetzt halt Schwest, 90 heißen Eugen. 90%. Echt? Und sind immer die lustigsten, die besten Typen. Ja. Der ist auch Eugen. Der ist auch Eugen. Und von Turbo Garage heißt auch einer Eugen. Ja. Der driftet auch in so einem Rennen. Weiter geht's, komm. Ja, warte, komm, gucken wir mal einmal kurz rein. Ja. Muss ja auch mal ein Bild machen. So, das Armaturenbrett, das waren alles die Eugens. So, wir haben es halt drauf. Das wäre dann ein Eugenbrett. ein Armaturenbrett oder was? Radarschuhbrett. Baby. Alle Aluteile. Ja, Türen, ja. Die Abdeckung. Ansonsten gehen wir mal in die Box. Ich muss dir Platz machen. Ja, wir machen jetzt die mieseste Box. Eugen kommt mit. Ja, Robbie Rock Racing. Meine paar Reifen, die ich noch habe. Ja, will man Anlage? Anlage, total, braucht man. Wichtig. Guck mal, schon mal das eine. Ja, die gehören alle dazu. Alle vier. Ja, okay. Was soll ich erzählen, Alter? Ja. Hat er gesoffen? Nein. Nee? Der ist einfach nur fertig. Ja. Nee, das ist halt unsere Box. Alles. Was sind so? Oh, ihr habt auf jeden Fall eine Toilette. Komm, Toilettencheck. Ja, Toilette. Unbefugt, Zutritt verboten. Ja, aber letztes Jahr hat hier in der Box bei uns auf dem Klo nachts irgendwelche Anlagen gepoppt. Nein. Ja. Da lag ein Kondom in der Ecke und dann dieses Jahr haben wir uns da mal. Ja, Dusche Scheiße ist auch drin, ne? Warte, ich guck mal rein hier. Ja, die harten Geschäfte erledigt. Auf jeden Fall sauber. Top. Ja. Weißt du, wer gepoppt hat? Nee. Nee. Ich glaube, das war Eugen. Faker! Auch Eugen. Auch Eugen. Wir haben jetzt noch ein bisschen Werkzeugecke. Eigentlich hatten wir auch noch Reifen auf die Maschine mit, aber die benutzen gerade andere. Ja. Ja. Wir haben alles zum Leben hier. Grill, Kühlschrank. Halt alles, was man braucht. Wer wollte ein Bier? Was ist ein Bier? Normales oder lieber ein gemischtes? Sowas? Nein, normales. Eugen, kein normales? Ja. Aber Eugen muss Wodka. Aber ich wollte mitnehmen, aber. Ich trinke gerne Bier. Ja? Sehr gerne. Ich lieber Wodka. Ich bin auch aus Polen. Danke, Eugen. Prost, oder was? Perfektes Bier. Der hat schon eins! Ja, Boxengasse. Andere Seite von der Box. Ein kranker Typ, der dreht immer die Reifen auf Achtern. Ich bin eben
Ja, bei 80, nur 80, okay, da aus der Kurve geflogen, weil mein Reifen aufgegeben hat. Kann ich euch ja mal kurz zeigen hier. Er hat sich einfach komplett abgeschält, Alter. Und dann, welcher Hersteller? Den müssen wir gleich mal anschreiben. Nein. Quatsch, ihr beansprucht ja die Reifen schon ins Extreme, ja, auf jeden, oder? Fall. Und das ist, die ist von Mona. Also Mona, ja. Wir kennen die auch alle. Die macht für uns Driftreifen und sowas. Das reklamiere ich. Da kriege ich zwei neue für den einen. Und geil. Dann ist das gut. Ja. Das ist ja gut, Alter. Für einen kaputten, zwei neue. Wo gibt's es noch? Den Namen dürfen wir nicht sagen. Ja, ja. Hat er schon. Hab ich schon. Nee, Ja, was soll ich noch erzählen? Ansonsten, ich hoffe, ihr strahlt das nicht aus. Doch. Das, glaube ich, wird so die beste Folge von uns. Ich freue mich immer, Leute wie euch zu treffen, die einfach cool drauf sind und nicht so eine Snob sind. Ja. Weißt du? Friendly Motherfucker. Ja? Darum geht's doch hier. Ey, ich schicke euch die zu auf jeden Fall. Echt? Ja. Alleine. Mach ich gerne. Nice. Von wo seid ihr eigentlich? Osnabrück, Münster. Weiß okay. Nicht, Nordrhein-Westfalen. Ich weiß, wo das ist. Ja, nördlich. Ein Kumpel von mir hat in Osnabrück ein Haus. Oh, korrekt. Ehrlich jetzt. Ja. Gut, dann können wir euch ja besuchen kommen. Ja? Schlafen können wir ja da. Kommt bei uns zur Halle, könnt ihr echt wollen. Oder? Sollten wir machen, wa? Die Jungs besuchen. 100%. Der Hintergrund unterstützt sich immer, Digga. Okay, Leute, das war die erste Folge Reisbrenn Race City Crips. Und das war die Box von den Robbie Rock Racing Jungs. Stefan Schäfer. Stefan Schäfer, ja. Und Eugen 1 und da ist auch irgendwo Eugen 2. Ja. Also Leute, ich schreibe unten in die Beschreibung auf jeden Fall die Links zu ihren Facebook-Seiten, Webseiten. Gib den Jungs Liebe. Die haben uns Bier gegeben. Eigentlich musst du das jetzt aufs Auto kleben. Mach ich. Ja, so geht es. Müssen wir es noch vor der, und nicht wie die anderen. Da hinten ist so eine Box, die gehen wir nachher schlagen, wenn es dunkel ist. Damit man sieht, wie das ganze Gelände aussieht. Was soll ich sagen, Robbie Rock Racing, das ist Wahnsinn pur, super Truppe, beste Grüße an die Eugens, an Stefan und alle, die da mithelfen und mitwirken. Ich kann schon mal von vornherein sagen, wir gehen bald, sobald die Saison so ein bisschen sich beruhigt hat, geht Race City auf Deutschland Tour und einer unserer Stops ist auf jeden Fall die heiligen Hallen von Robbie Rock Racing und da werden wir mal einen ganzen Tag mit den Jungs verbringen und das alles dokumentieren und dann gibt es ein ausführliches Tuning Crips bei Robbie Rock Racing. Jetzt, das war einfach nur so spontan auf Reisbrenn, ein Special, die haben ihre Box gezeigt. Ja Leute, hinterlasst ein Like nicht nur für uns, für Race City, sondern auch für Robbie Rock Racing. Lasst uns die ganze Szene in Deutschland richtig groß werden. Lasst uns einfach liken, teilen. Es wird so viel aus anderen Ländern, Amerika und so geteilt, diese Channels dort und diese Leute werden immer größer. Und wir haben das alles hier in Deutschland. Also ein Appell an euch, verteilt und liked, was das Zeug hält. Wir haben eine miese Szene eigentlich, die ihre Reichweite verdient hat. Deswegen beste Grüße, Robbie Rock Racing, Reisbrenn für ein Mega-Event schon mal. Abonniert uns auf YouTube, gebt uns ein Like auf Facebook und wir sehen uns auf jeden Fall, wenn es wieder heißt Race City.